Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten, damit ich Ihnen was über Aufmerksamkeit erzählen kann. Ha, ha, ha. Aufmerksamkeit ist deshalb sehr, sehr wichtig für uns, weil es die wichtigen Aspekte aus der Umwelt auswählt. Und ich habe Ihnen in der allerersten Vorlesung schon ein Beispiel gezeigt, ja, mit dem Gorilla, den die meisten von Ihnen vermutlich nicht gesehen haben, weil sie sehr, sehr aufmerksam damit beschäftigt waren, die Ballkontakte der Spieler der weißen Mannschaft zu zählen, ja. Und deshalb eben die Spieler der schwarzen Mannschaft nicht so sehr beachtet haben. Und so sehr nicht beachtet haben, dass sie praktisch sogar blind gegenüber diesem doch sehr massiven Einschnitt waren, dass da ein Gorilla durchs Bild lief. Das ist ein Extrembeispiel für Aufmerksamkeitsleistungen und welchen Unterschied die Aufmerksamkeit machen kann. In der Regel sind die Effekte nicht so massiv, aber sie spielen eigentlich immer auch eine Rolle. Die Aufmerksamkeit, ich werde Ihnen heute erzählen, also dass die Aufmerksamkeit verschiedene Ursachen haben kann. Die kann endogen, also von innen herkommen, oder exogen verursacht sein. Exogen heißt einfach, dass wenn jetzt zum Beispiel da hinten an der Tür vom Vorlesungsraum ein ganz lautes Klopfen ist, dann würden Sie vermutlich Ihre Aufmerksamkeit auf die Tür hin richten und sich vielleicht sogar umdrehen zur Tür hin. Ja? Wenn ich Ihnen erzähle, dass in 5 Sekunden jemand zur Tür reinkommen wird, dann ist es endogen verursacht bei Ihnen und Sie steuern dann Ihre Aufmerksamkeit und gucken dann zur Tür hinter. Das sind die Unterschiede, auf die werden wir noch genauer eingehen. Die Aufmerksamkeit kann verschiedene Ziele haben. Und ein Ziel, wie ich jetzt gerade an dem Beispiel mit der Tür gesagt habe, es kann ein bestimmter Ort sein, ja, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit an eine bestimmte Position im Gesichtsfeld richten. Es kann aber auch ein Merkmal sein, ja, wenn Sie irgendwas suchen müssen in einer Schublade und Sie wissen, das Ding, das Sie suchen, ist rot, dann können Sie die Aufmerksamkeit praktisch fokussieren auf Objekte, die rot sind. Oder wenn Sie in der Menge eine Person suchen, wenn Sie am Bahnhof jemanden abholen und Sie wissen, was die Person anhat, ja, welche Farbe die Jacke hat, dann hilft es einem schon enorm weiter auch. Und dann kann man fokussieren auf dieses eine Merkmal. Und Aufmerksamkeit kann sich auch auf ganze Objekte richten. Und in der Regel geht die Aufmerksamkeit ganz, ganz eng einher mit Blickbewegungen. Das heißt, wir richten unsere Aufmerksamkeit dahin, wo wir gerade hingucken. Der Ort, der in die Fovea abgebildet wird, der ist in der Regel auch das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Das gilt aber nicht immer, sondern man kann die Aufmerksamkeit auch entkoppeln von den Blickbewegungen. Das heißt, man kann irgendwo hingucken und die Aufmerksamkeit doch irgendwo anders hinrichten. Das ist aber eher ein seltener Fall. Okay, ich fange mal an mit einer Definition der Aufmerksamkeit. Und es gibt eine ganz, ganz bekannte Definition der Aufmerksamkeit von William James aus 1890. Jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es ist die Besitzergreifung des Geistes in deutlicher und lebhafter Weise von anscheinend mehreren gleichzeitig möglichen Objekten oder Gedankengängen. Zuwendung und Konzentration des Bewusstseins gehören zu ihren Voraussetzungen. Sie impliziert Vernachlässigung einer Dinge, um andere besser verarbeiten zu können. Und sie ist ein Zustand mit dem echten Gegenteil, nämlich dem der Zerstreutheit. Der letzte Teil ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber es gibt zwei Aspekte aus dieser Definition, die ganz, ganz wichtig sind und die das wirklich Aufmerksamkeit ganz, ganz gut charakterisieren. Der erste ist der Aspekt, über den wir schon geredet haben, ja, Auswahl. Es wird irgendwas ausgewählt, dem wir uns zuwenden und das wir dann mit noch mehr Ressourcen verarbeiten. Aber der zweite Aspekt ist genauso wichtig, die Modulation. Ja? Wir verschieben unsere Aufmerksamkeit, wir wenden Ressourcen an einen Ort
oder ein Objekt oder ein Merkmal, aber diese Ressourcen, die fehlen uns dann woanders. Ja? Den Gorilla haben sie nicht entdeckt, weil sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf die weißen Spieler gelenkt haben. Und diese Aufmerksamkeit wird von den Spielern mit der schwarzen Kleidung abgezogen. Ja? Das heißt also, es sind zwei Aspekte, Auswahl und Modulation. Und die charakterisieren die Aufmerksamkeit und deshalb hat William James 1890 perfekt gesagt und das kann man nicht verbessern. Hier ist ein Beispiel für einen Ort, wenn Sie hier durch diesen Bazar gehen, ja, dann strömen ganz, ganz viele Sinneseindrücke auf Sie ein. Aufmerksamkeit gilt für alle Sinnesmodalitäten. Ja. Aber wir haben uns bislang hauptsächlich mit dem visuellen Sinn beschäftigt, aber es ist genau, bezieht sich genauso aufs Auditorische. Beim Hören ist es sehr, sehr wichtig, da kann man zum Beispiel, wenn Sie bei einer Party, ja, da geht ziemlich viel durcheinander, alle reden durcheinander und da ist es auch sehr, sehr wichtig, die Aufmerksamkeit dann auf einen Sprecher zu fokussieren und Sie können dann praktisch bestimmte Frequenzbereiche zumindest ein bisschen verstärken durch die Aufmerksamkeit und andere abschwächen und so irgendwie die Person besser verstehen. Also Aufmerksamkeit ist ein Phänomen, das alle Sinnesmodalitäten betrifft. Wir werden sie hauptsächlich am visuellen Sinn illustrieren, aber nach Weihnachten im nächsten Jahr geht es ja mit dem anderen Sinnen weiter und ich werde da auch auf die Aufmerksamkeit dann noch mehr eingehen. Wenn Sie durch so einen Bazar gehen, ja, dann strömen ganz, ganz viele Sinneseindrücke auf Sie ein. Und wenn Sie jetzt, Sie können jetzt Ihre diesen Strom ein bisschen lenken, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit zum Beispiel auf irgendeinen Stand auf der rechten Seite fokussieren, ja, dann werden die Dinge auf der rechten Seite stärker gewichtet. Sie können, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein blaues Tuch suchen, dann wird Ihre Aufmerksamkeit auf alles gerichtet sein, was blau ist und das sozusagen reduzieren. Es werden auch bestimmte, es kann auch sein, dass bestimmte Objekte hier einfach so sehr relativ salient sind, das heißt, sich vom Hintergrund sehr abheben, meinetwegen diese goldenen Objekte hier, dass Sie vielleicht Ihre Aufmerksamkeit auf die Art und Weise exogen anziehen. Das heißt also, die Aufmerksamkeit hilft in dem Fall, diesen Strom an Sinneseindrücken ein bisschen besser zu reduzieren und eben das Wichtige herauszufiltern. Generell ist es so, dass bei Aufmerksamkeit eben verschiedene Arten unterscheidet. Ich habe schon erwähnt am Anfang, also es geht praktisch um, warum wir die Aufmerksamkeit irgendwo hinrichten, auf was wir die Aufmerksamkeit richten und wie wir es machen. Das sind die drei essentiellen Charakteristika der Aufmerksamkeitslenkung. Und das Warum habe ich schon ein bisschen erwähnt. Man unterscheidet hier exogen von endogen. Exogen beruht immer auf Sinnesreizung von außen. Das heißt, es taucht irgendein Reiz auf, ein sehr salienter Reiz, der sich von den anderen Reizen abhebt. Wenn ich zum Beispiel hier so rumwink, dann werden viele von Ihnen meine Hand ansehen. Ja? Genau, nicht die Ihre. Das ist eine exogen verursachte Aufmerksamkeitslenkung. Wie gesagt, endogen ist, wenn ich Sie bitte, Ihre Aufmerksamkeit wohin zu richten, zum Beispiel auf irgendeinen Aspekt, den Sie hier an der Tafel sehen. Und Sie dann praktisch aus top-down, von oben nach unten Ihr Sinnessystem auf diese Reizung einrichten. Das Was kann entweder einen Ort betreffen oder ein bestimmtes Merkmal, eine Farbe, eine Orientierung oder auch ein ganzes Objekt. Und man kann die Aufmerksamkeit verdeckt lenken, das heißt, ohne den Blick irgendwo hinzulenken. Das heißt, ich habe den Blick auf ein Objekt und lenke meine Aufmerksamkeit aber woanders hin. Oder in den meisten Fällen sind es offene Aufmerksamkeitslenkungen. Das heißt, ich gucke einfach dahin,
wo die Aufmerksamkeit ist. Hier ist ein Beispiel für so eine Art der verdeckten Aufmerksamkeit, ja, wenn ein Basketballspieler oder ein Sportler generell, der kann zum Beispiel eine Handlung nahelegen, indem er in eine bestimmte Richtung blickt, ja, und wenn er dann den Ball in eine andere Richtung spielt, dann ist das überraschend für den Verteidiger, so ein No-Look-Pass. Das wird zum Beispiel auch sehr, sehr viel von Zauberern ausgenutzt. Ja. Die lenken die Aufmerksamkeit, zum Beispiel schmeißen die ein Objekt hoch und gucken dann so nach oben. Und was in der Regel passiert ist, dass die Zuschauer auch alle nach oben gucken. Und während die nach oben gucken, passiert hier unten irgendwas, was die Zuschauer nicht sehen sollen. Ja. Durch diesen Blick kann die Aufmerksamkeit abgelenkt werden. In der Regel ist es aber so, dass ihm die Aufmerksamkeit und der Blick auf die gleiche Stelle gerichtet sind. Hier ist nochmal ein, in dem Dia ist es nicht so. Ich war zu schnell. Hermann von Helmholtz hat, wie bei so vielen Sachen, das als erster sehr schön demonstriert, dass man bei konstanter Fixation, ja, die Versuchsperson guckt ja immer auf dieses Fixationskreuz in der Mitte und hat hier so eine Matrix am Buchstaben. Und die Versuchsperson richtet jetzt die Aufmerksamkeit aber nicht da auf den Fixationspunkt, sondern meinetwegen auf den Bereich, der weiter rechts oben ist. Und wenn dann das mit einem Blitzlicht hier ganz kurz beleuchtet wird, sodass man das nur dann sehen kann, dann kann die Versuchsperson nur die Buchstaben angeben, da wo sie auch die Aufmerksamkeit hinrichtet. Ja, wenn die, nicht woanders, obwohl die Fixation immer konstant bleibt. Ja. Das heißt, an der Sehschärfe ändert sich da gar nichts. Und seit also dieser Demonstration nennt man auch die Aufmerksamkeit, auch so bezeichnet man das als einen Scheinwerfer. Es ist, als ob da so ein Stück Teil des Gesichtsfelds oder auch der Umwelt generell einfach noch ein bisschen mehr beleuchtet wird und man da Sachen besser sehen kann. Dieses Besser, das hat dann erst relativ spät, so 1980 rum, jemand genau quantifiziert, und das war der Michael Posner, den Sie hier sehen. Und nach dem ist auch ein ganz, ganz, eigentlich das allerbekannteste Aufmerksamkeitsparadigma benannt, das sogenannte Posner-Cueing-Paradigma. Und das funktioniert ganz einfach so, dass hier, es gibt zwei mögliche Orte, an denen ein Reiz auftauchen kann. Und die Versuchsperson fixiert hier am Anfang einfach in der Mitte. Dann taucht irgendwann ein sogenannter Hinweisreiz oder Cue auf. Und der zeigt auf eine der beiden Seiten, ja, in dem Fall auf die linke. Und dann zu einem zweiten Zeitpunkt, wieder mit einem gewissen zeitlichen Abstand, kommt dann der Zielreiz. Und der ist dann hier auf der Seite, in dem Fall auf der Seite, auf den der Hinweisreiz hinzeigt. Das heißt, in diesem Fall wäre es so, dass der Hinweisreiz den Zielreiz valide anzeigt. Das heißt, es sozusagen richtig anzeigt. Ja. Theoretisch kann man diesen Cue auch auf eine Seite gehen lassen und dann den Zielreiz trotzdem auf der anderen Seite darbieten. In dem Fall, das ist ein invalider Durchgang, da wird der Zielreizort nicht korrekt angezeigt. Oder man kann einen neutralen Hinweisreiz einführen, der keine der beiden Seiten bevorzugt. Ja. Und was man in diesen Experimenten zum Cueing eigentlich immer findet, ist, dass es ein Vorteil ist, wenn der Hinweisreiz valide ist. Und hier sehen Sie, ist die Positionsunsicherheit aufgetragen. Also in dem Experiment hier zum Beispiel, da ist der Hinweisreiz in 80% der Durchgängen valide. Das heißt eigentlich fast immer. Und
in den anderen Reifen durchgingen nur in 20%. Und hier ist die Reaktionszeit aufgetragen auf verschiedene Unterscheidungen, zum Beispiel hell oder dunkel, oben oder unten, Buchstabe oder Zahl. Und in all diesen Fällen sehen Sie, dass die Reaktionszeiten hier auf der rechten Seite kürzer sind als wir hier auf der linken Seite. Das heißt, dieser valide Hinweisreiz, der hilft den Personen, den Zielreiz zu erkennen und zu verarbeiten. Der beschleunigt das Ganze. Und wenn der Hinweisreiz nicht eindeutig ist, dann ist die Leistung irgendwo hier in der Mitte. Es ist natürlich so, jetzt könnten Sie hier sagen, ja, bei dem Paradigma, da kann ja die Versuchsperson dann einfach schon antworten, wenn der Hinweisreiz kommt und gar nicht erst auf den Zielreiz warten. Dazu werden auch Durchgänge eingestreut, in denen eben gar kein Zielreiz kommt, ja, um die Versuchsperson davon abzuhalten, schon zu früh zu reagieren. Also es ist wirklich eine Aufmerksamkeitsänderung, eine verbesserte Verarbeitung dieser Reize, wenn die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Und in dem Fall ist es durch diesen Pfeil, der Pfeil geht nach rechts, das heißt, die Versuchsperson sieht den Pfeil, der geht nach rechts, muss dann praktisch von top-down endogen festlegen, dass die Aufmerksamkeit dann auf den rechten Bereich dieses Reizes gerichtet wird. Man kann das Ganze aber natürlich auch mit exogenen Hinweisreizen machen, indem da eben kein Pfeil kommt, sondern so wie hier zum Beispiel einfach dieser Bereich eingerahmt ist. Ja? Dann ist da wirklich von außen eine Änderung, die dazu führt, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Und das ist dann eine exogene Aufmerksamkeitsverlagerung. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, was geht schneller, endogen oder exogen, dann ist es eigentlich ziemlich klar. Ja? Bei der exogenen Aufmerksamkeitsverlagerung, da haben wir einen Reiz und der wird bottom-up verarbeitet und ist irgendwie salient und wir richten dann die Aufmerksamkeit drauf. Bei dem endogenen Cueing haben wir einen Reiz, wir nehmen den Reiz wahr, müssen verarbeiten den Reiz, stellen dann fest, dass der Reiz uns nahelegen soll, die Aufmerksamkeit wohin zu richten und richten dann die Aufmerksamkeit drauf. Ja, das zweite war jetzt sozusagen mindestens ein Schritt mehr, eigentlich sogar zwei. Das heißt, man würde erwarten, dass diese endogene Aufmerksamkeitsverlagerung ein bisschen langsamer ist. Und wenn man sich dann anguckt, wenn man das dann tatsächlich misst, indem man die Zeit zwischen dem Hinweisreiz, also hier diesem exogenen Reiz und dem Zielreiz variiert und sich anguckt, um wie viel besser oder wie viel schneller die Leistung dann ist, dann findet man, dass bei den exogenen Hinweisreizen, so wie hier dargestellt, ja, dass da schon eine Verbesserung auftritt, wenn der Hinweisreiz, also ungefähr 100 Millisekunden vor dem Zielreiz kommt. Das geht also ziemlich schnell. Während bei den endogenen Aufmerksamkeits, ja, wenn der Pfeil 100 Millisekunden vor dem Zielreiz kommt, dann gibt es hier überhaupt keine Verbesserung. Das heißt, da dauert es 200 Millisekunden, bis dann eine Verbesserung eintritt. Das heißt, die exogenen Aufmerksamkeitsverlagerungen, die gehen schneller als wie die endogenen. Es gibt noch einen sehr wichtigen Aspekt bei den Aufmerksamkeitsverlagerungen und das ist die sogenannte Inhibition of Return. Das heißt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit erstmal auf einen Ort hin verlagern und dann passiert nichts und die Aufmerksamkeit kehrt meinetwegen wieder zurück zum Fixationspunkt oder sonst wohin, dann dauert es länger, um die Aufmerksamkeit dann wieder an diesen Ort zu lenken. Und das lässt sich auch mit dem Posner-Cueing-Paradigma messen. Man muss ja hier einfach nur die Zeitdauer zwischen dem Cue und dem Zielreiz nochmal verlängern. Und es ist so, dass die Reaktionszeit mit der steigenden Verzögerung, wenn der
kein Q dargeboten wird, dann wird die besser. Also das sind die offenen Symbole hier, da gibt es keinen Hinweisreiz. Ja? Und desto früher der Q kommt, desto besser wird es. Aber wenn der Hinweisreiz hier da ist, dann sind die Versuchspersonen, das ist hier in dem Fall exogen, sind die Versuchspersonen schneller. Das heißt, wenn der Hinweisreiz so 100 bis 150 Millisekunden vor dem Zielreiz kommt, dann reagieren die Versuchspersonen schneller. Das ist die ganz normale Aufmerksamkeit, das hatten wir schon. Was aber, wenn es dann noch ein bisschen länger dauert, bis der Zielreiz kommt, ja, meinetwegen 300 oder 400 Millisekunden, dann geht hier die Reaktionszeit wieder rauf. Das heißt, dann sind die Personen hier auf einmal wieder langsamer und haben sogar einen Nachteil von diesem Hinweisreiz. Und dieser Nachteil, der liegt eben darin, dass die Aufmerksamkeit praktisch exogen auf diesen Ort gelenkt wurde, aber dann kam nichts. Und dann geht die Aufmerksamkeit wieder zurück und dann dauert es länger, um wieder da an den gleichen Ort zu gehen. Das ist das Inhibition of Return. Die Inhibition der Rückkehr an den gleichen Ort. Jetzt hatten wir immer Fälle, wo die Aufmerksamkeit an einen bestimmten Ort ging, aber in der Regel in unserer Umwelt, wenn wir jetzt uns nicht so sehr auf bestimmte Orte konzentrieren, sondern eher auf Personen oder Objekte, die an einem bestimmten Ort sind. Und die Frage ist, ob es einen Vorteil bringt, wenn eine bestimmte Position an einem Objekt mit Teil ist, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten, oder ob es wirklich nur der reine Ort ist. Und das wurde sehr schön zuerst gezeigt 1994 in diesem Experiment hier. Und hier fixiert die Versuchsperson wieder und es gibt einen Hinweisreiz, der kann an vier bestimmten Orten sein. Ja? Rechts oben, links unten, rechts unten. Und das Ziel kann dann auch an diesen vier Orten sein. Und in dem Fall ist der Hinweisreiz rechts oben und das Ziel ist auch rechts oben. Das heißt, wir haben hier einen validen Durchgang. Wenn allerdings das Ziel nicht rechts oben ist, ja, dann gibt's drei andere mögliche Positionen des Zielreizes. Und zwei davon sind besonders interessant. Ja. Das sind die Zielreizpositionen rechts unten und links oben. Beide haben die gleiche Entfernung, sowohl zum Fixationspunkt als auch zum Ort der Aufmerksamkeit. Aber der hier ist praktisch Teil des gleichen Objekts, während der links oben nicht ist. Das ist ein anderes Objekt. Die Frage ist jetzt, ob sich hier auch Reaktionszeitunterschiede finden lassen, die darauf hindeuten, dass vielleicht eben die Stellen, die am gleichen Objekt sind, auch mit ein bisschen Aufmerksamkeit beschenkt werden. Und genau das wurde gefunden in dem Experiment. Also die Position D hier unten, die gibt es natürlich auch, aber die ist nicht so spannend. Ja? Da ist es weder das gleiche Objekt noch sonst was. Am schnellsten sind die Versuchspersonen hier, natürlich, das ist einfach ganz normal, das Posner Queuing, an dem Ort, an dem auch der Hinweisreiz war. Ja, in dem Fall sind es 324 Millisekunden. An dem Ort, an dem anderen Ort, der nicht gecued wurde, an dem anderen Objekt, sind sie langsamer, die ungefähr 50 Millisekunden oder genau 50 Millisekunden. Aber das Interessante ist, dass sie an dem Ort jetzt, Ort B, da sind sie immer noch schneller als am Ort C. Sind zwar langsamer als in A, aber es hat einen Vorteil, wenn dieses Objekt selektiert wird. Das gleiche Experiment wurde natürlich auch mit horizontalen Balken gemacht. Ja? Das ist nicht das Problem. Okay, das heißt, also, es zeigt hier ganz deutlich, also dass Objekte eine ganz besondere Rolle spielen für die Aufmerksamkeitslenkung. Ja? Aber in der Regel ist es eben
im wirklichen Leben nicht so, dass man sich da eben zwischen ein Objekt aus zweien ausgewählt wird, ja, sondern man muss eins aus ganz vielen auswählen zum Beispiel. Oder, und das heißt, die Selektion erfolgt normalerweise in sehr unübersichtlichen Situationen, wo es eben ganz viele Objekte gibt und man wird nicht auf bestimmte Positionen oder Objekte hingewiesen, sondern man sucht sozusagen, man wird selber aktiv, man entscheidet, welche Position oder welches Objekt beachtet werden soll. Und wenn Sie jetzt hier so eine unübersichtliche Szene sehen, ja, dann ist erst, und ich Ihnen sage, Sie sollen jetzt da suchen, ob Sie da drin auf dem Bild jemanden kennen, dann ist es eine sehr schwierige Aufgabe. Ja. Es könnte alles Mögliche sein. Wenn ich Ihnen jetzt sage, sehe auf der rechten Seite was Interessantes ist, oder dass es jemand ist, der eine braune Jacke anhat, dann wird es vielleicht schon ein bisschen besser. Ein sitzender Mann, ich, dann ist es immer noch ziemlich schwierig in der Szene. Ja? Das heißt, das ist sogar so schwierig, dass sie praktisch alle Personen einzeln durchsuchen müssen. Ja? Und das ist dieses Paradigma, ja, der visuellen Suche, das hat die experimentellen Psychologen also 20, 30 Jahre lang sehr viel beschäftigt. Und das Paradigma sieht in der Regel so aus, also es sind jetzt keine Personen auf der spanischen Treppe, sondern es werden bestimmte Reize gezeigt und in 50% der Durchgänge ist darin ein Ziel enthalten, zum Beispiel eben dieser horizontale Strich in den ganzen vertikalen Strichen und in 50% ist das Ziel nicht enthalten. Und die Versuchsperson guckt sich das Display an und drückt dann hinterher möglichst schnell eine Taste, ob das Ziel vorhanden ist oder nicht. Und wie leicht oder schwer jetzt so eine Aufgabe ist, die hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, aber hauptsächlich hängt es davon ab, wie salient das Ziel ist, das heißt, wie auffällig das Ziel inmitten von diesen ganzen Distraktoren ist und wie viele dieser Distraktoren in dem Suchdisplay enthalten sind. Desto mehr da drauf sind, ja, wenn jetzt auf der spanischen Treppe neben mir nur noch eine Person gesessen hätte, dann wäre es ziemlich einfach gewesen. Ja. Und desto mehr Personen das werden, desto länger müssen sie in dem Bild suchen. Es gibt aber auch bestimmte Displays, in denen das ganz einfach ist. Zum Beispiel hier, wenn Sie nach dem O in der Menge von V suchen müssen, dann ist es hier ziemlich einfach und hier ist es genauso einfach. Ja. Das O, das wird immer gleich schnell gefunden, ganz egal, wie viele von den Distraktoren da sind. Das heißt, irgendwo Ihr visuelles System kann gleichzeitig an allen möglichen Orten suchen, parallel. Während wenn Sie hier nach dem R suchen müssen in den Qs und Ps, dann ist es hier noch überschaubar, aber hier ist schon ziemlich schwierig. Ja? Das sticht nicht sofort ins Auge, weil einfach die elementaren Merkmale von dem R in dem P und in dem Q auch enthalten sind. Ja? Dieser Strich schräg nach unten und das P. Und was man findet in solchen Displays, in denen die Suche eben relativ schwierig ist, in denen es nicht sofort auffällt, ist, dass die Suchzeit, die Reaktionszeit sehr mit der Anzahl der Distraktoren linear ansteigt. Das ist ein Ergebnis, das ist erstaunlich, aber das heißt eigentlich nur, dass man wirklich das Display seriell durchsucht. Und für jedes Item, das man sucht, braucht man eine gewisse Zeit und desto mehr Distraktoren da drin sind, desto länger braucht man in der Regel. Wenn die Suche parallel erfolgt, also wenn das Merkmal ganz auffällig ist, dann hängt die Suchzeit nicht von der Anzahl der Distraktoren ab. Ja, das O in den Vs, das findet man immer sofort, ganz egal wie viele Vs da mit dabei sind.
Und was die Forscher dann gemacht haben, die haben dann gesucht, welche dieser Merkmale dazu führen, dass die Suche parallel ist. Und die Idee war, dass diejenigen Merkmale, für die die Suche parallel ablaufen kann, die werden gleichzeitig an vielen Orten im visuellen System durchsucht. Und das heißt, da haben wir Detektoren, neuronale Mechanismen, die wirklich empfindlich sind für diese, genau diese Merkmale. Und diese Merkmale sind dann die elementaren Merkmale in unserem Sehsystem. Und was man da gefunden hat, war zum Beispiel, dass Farbe immer sofort auffällt. Ja. Also ganz egal, wie man es macht, Farbe sticht immer sofort raus. Wie Sie hier sehen, Orientierung ist fast immer sehr auffällig, Größe ist sehr auffällig und Bewegung natürlich. Und was man daraus folgern würde, ist, dass eben diese, dass Farbe, Orientierung, Größe und Bewegung, das sind die elementaren Merkmale in unserem Sehsystem und das spiegelt dann praktisch den Aufbau des Sehsystems wider und das war auch so die Idee, das hatte ich Ihnen in der Vorlesung über das Gehirn erzählt, diese parallele Verarbeitung, das war sozusagen die Hypothese der 80er Jahre. Das Problem ist, dass natürlich in der Wissenschaft die Ergebnisse meistens nicht so klar und deutlich sind, sondern man hat parallele Suche für viele Merkmale gefunden, zum Beispiel wenn Linien einfach nur ein bisschen gekrümmt sind. Für die es im visuellen Kortex sicherlich keine spezialisierten Detektoren gibt. Ja. Das heißt, diese parallele Suche muss irgendwie was anders sein, als wie in, es kann nicht eins zu eins übereinstimmen mit diesen elementaren Detektoren. Dann ist natürlich das andere Problem, dass diese Steigungen nicht immer ganz flach waren oder nicht immer deutlich anstiegen. Ja, man hat da alles Mögliche zwischendrin gefunden und die Frage ist dann, ab welcher Steigung soll dann eine Suche seriell sein und ab wann ist sie parallel? Und das Ergebnis dieser ganzen Debatten ist praktisch, dass die Sucheffizienz wohl in erster Linie von der Salienz des Suchreizes abhängt, wie sehr sich der von den Distraktoren unterscheidet. Zum Beispiel bei der Farbe, da wurden in den meisten Experimenten, wird dann ein roter Reiz zusammen mit Schwarz-Weißen dargeboten oder mit Grünen. Und das ist natürlich sehr, sehr einfach, weil sich die maximal unterscheiden. Aber man kann auch mit Farbe die Suchaufgabe beliebig schwer machen, indem man einfach die zwei beiden Farben von Distraktoren und Zielreizen ähnlicher macht. Ja. Das heißt, es ist nicht so klar und aus diesen Suchaufgaben hat man leider nicht, wie man es ursprünglich sich gedacht hatte, sozusagen die elementaren Merkmale des visuellen Systems, sozusagen die Atome der Psychologie oder zumindest der Sehforschung entdeckt. Aber man hat trotzdem viel daraus gelernt. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert denn eigentlich in unserem Nervensystem, wenn wir die Aufmerksamkeit auf irgendwas richten? Ja? Warum geht es dann schneller? Und dazu gibt es Experimente aus so den letzten 20 Jahren, an Einzelzellableitungen an Versuchstieren. Und was da gemacht wurde, zum Beispiel ein Experiment so wie hier von einem Forscher namens Stefan Treue, der jetzt in Göttingen ist, das Versuchstier fixiert hier, das hier, der gestrichelte Bereich ist das rezeptive Feld. Und in dem rezeptiven Feld wird immer, sind zwei Bewegungsreize, so wie diese Punktemuster, die ich Ihnen gezeigt habe bei den Bill Newsom-Experimenten, zur Mikrostimulation auch. Die Richtung von dem Reiz A ist immer die gleiche. Der geht immer in die nicht bevorzugte Richtung. Also der optimale Bewegungsreiz hier ist praktisch die entgegengesetzte Richtung, so nach links oben und der geht immer nach rechts unten. Dadurch wird die Zelle eigentlich immer ein bisschen gehemmt. Gleichzeitig wird dieses Muster B dargeboten und mit dem Muster B wird praktisch gemessen die eine Tuning-Kurve, wie gut die Zelle auf diese verschiedenen Bewegungsrichtungen hier jetzt antwortet. Und das ist hier abgetragen.
gibt natürlich eine bevorzugte Richtung, da antwortet die Zelle am meisten und in anderen Richtungen antwortet sie weniger. Ja? Das ist nichts Neues. Aber hier wird jetzt unter drei verschiedenen Bedingungen gemessen. Und diese Bedingungen, die unterscheiden sich nur darin, wo das Versuchstier die Aufmerksamkeit hinrichtet. Ja? Das Versuchstier fixiert immer hier an dem gleichen Ort, da wo das Kreuz ist. Ja? Und die Reize sind auch immer die gleichen bei den drei Kurven. Das Einzige ist, dass die Aufmerksamkeit entweder auf das Muster A gerichtet ist oder auf das Muster B oder ganz woanders hin. Und was man findet ist, dass wenn die Aufmerksamkeit auf das Muster B gerichtet wird, dann feuert dieses Neuron hier viel, viel stärker, als wenn die Aufmerksamkeit auf das Muster A gerichtet ist. Ja? Das heißt, das neuronale Korrelat der Aufmerksamkeit ist vor allen Dingen eine Erhöhung der Feuerrate. Die Neurone feuern mehr. Und wenn sie mehr feuern, dann können diese Signale auch schneller ausgewertet werden. Und das führt dann zu den Reaktionszeitverbesserungen bei der Aufmerksamkeit. Und wenn in der aufmerksamkeitsneutralen Bedingungen ist die Tuning-Kurve hier irgendwo in der Mitte. Das heißt, wenn die Neurone mehr feuern, dann haben wir aber jetzt ein kleines Problem. Ja? Weil wann feuern denn die Neurone ansonsten mehr? Wenn der Reiz intensiver ist, ja? Also wenn der Reiz stärker ist in irgendeiner Beziehung, dann werden die Neurone auch mehr feuern. Das heißt, die Neurone feuern mehr, also wenn ich die Aufmerksamkeit auf den Reiz richte und die Feuerrate ist dann so, als ob der Reiz irgendwie ein bisschen stärker wäre. Das heißt aber dann, dass die nachfolgenden Stufen der Verarbeitung, beziehungsweise Sie als Person, dann eigentlich nicht mehr sagen können, ob das jetzt ein Reiz ist, der wenig intensiv ist, aber wo die Aufmerksamkeit drauf gerichtet ist, oder ein Reiz, der intensiv ist, ohne die Aufmerksamkeit. Die Frage ist, verändert die Aufmerksamkeit auch das Aussehen der Reize? Und dazu gab es ganz, ganz aufsehenerregende Experimente aus dem Labor von einer amerikanischen Forscherin aus New York, Marisa Carrasco. Und die hat jetzt Versuchspersonen sozusagen eine Kontrastunterscheidungsaufgabe gegeben, wo einer der beiden Reize, also das waren die beiden Reize, einer links, einer rechts, und auf eine der beiden Seiten wurde immer ein exogener Hinweisreiz gegeben. Und das führt dazu, dass hier in dem Fall die Versuchsperson die Aufmerksamkeit eher nach links wendet. Und dann musste die Versuchsperson hier die Orientierung des Reizes mit dem höheren Kontrast angeben. Und im Prinzip lässt sich dadurch feststellen, welcher dieser beiden Reize höher kontrastig aussah, also deutlicher wahrnehmbar war. Und was sie da herausgefunden haben, ist, dass einfach die Aufmerksamkeitslenkung dazu führt, dass der Reiz einfach ein bisschen kontrastreicher aussieht. Und das ist hier illustriert. In diesen Mustern, die entsprechen ungefähr den Reizen, die da dargeboten wurden. Und Sie sehen hier, dass der Kontrast der Reize, der steigt hier an von links nach rechts und dann in der zweiten Zeile auch noch mehr. Und der Kontrast hier zum Beispiel ist unterschiedlich von dem Reiz. Aber der Unterschied ist jetzt genauso groß wie der Unterschied, der durch die Aufmerksamkeit entsteht. Das heißt, theoretisch müsste es so sein, dass wenn Sie hier fixieren und die Fixation konstant halten und dann die Aufmerksamkeit aber auf den linken Reiz wenden, dass dann die ungefähr gleich stark aussehen. Es ist jetzt ein sehr subtiler Effekt, aber was ich
auf alle Fälle, was man aus diesen Experimenten folgern kann, ist, dass tatsächlich die Aufmerksamkeit auch das Aussehen beeinflusst. Ja? Und da stellt sich natürlich die Frage, naja, ist das nicht ein Problem? Verwechseln wir da nicht Sachen? Und dazu kann man eigentlich nur sagen, dass, okay, man kann im Labor, wenn man sich sehr anstrengt, diese Effekte zeigen, aber für die Wahrnehmung von diesen Äußerlichkeiten in der wirklichen Welt ist das relativ irrelevant. Aber dieser Effekt, der eben durch diese gesteigerten Feuerraten der Neurone entsteht und theoretisch eben zu diesen veränderten Aussehen führen müsste, der ist tatsächlich da. Okay, aber wie jetzt haben wir uns bisher beschäftigt hauptsächlich mit der verdeckten Aufmerksamkeit. Ja? Die Fixation ist immer konstant und wir richten die Aufmerksamkeit woanders hin. Das ist aus theoretischen Gründen, um die Aufmerksamkeit zu erforschen, natürlich total spannend, ja? Weil einfach die Sehbedingungen immer konstant sind und alles, was ich messe, dann wirklich nur an der Aufmerksamkeit liegen kann. Aber außerhalb des Labors sind eben diese verdeckten Aufmerksamkeitsverlagerungen eher selten. Ja, wenn sie nicht gerade Zauberer sind oder Basketballspieler. Es kommt bei Konferenzen, wenn ich auf eine Konferenz fahre, kommt es auch oft vor, wenn einem jemand begegnet und schön grüßt und man weiß nicht mehr genau, wer das jetzt eigentlich ist, dann guckt man dem Gegenüber in die Augen und versucht aber irgendwie das Namensschild zu lesen gleichzeitig. Das ist so ein Beispiel für so eine verdeckte Aufmerksamkeitsverlagerung. Aber das Problem, das dabei entsteht, ist natürlich, dass die Aufmerksamkeit die periphere Sehschärfe nicht verbessern kann, ja? Oder nur marginal. Und in der Regel wird die Verarbeitung an spezifischen Orten eben dann erhöht, indem diese dann direkt fixiert werden. Was aber ganz wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit und die Blickbewegung in der Regel eng gekoppelt sind. Man kann die Aufmerksamkeit von der Blickbewegung, von der Blickposition abkoppeln, aber wenn man den Blick irgendwo hinlenkt, dann ist es immer so, dass die Aufmerksamkeit dem Blick vorausgeht. Und das ist hier in einem Experiment illustriert von Heiner Deubel und Werner Schneider aus München. Die haben die Blickposition oder die Zielposition von der Blickverlagerung systematisch und unabhängig verändert von der Aufmerksamkeit. Und das Experiment, das sieht jetzt hier ein bisschen wirr aus, aber es war eigentlich relativ einfach. Die Versuchsperson fixiert hier in der Mitte und auf den Seiten sind diese Muster, diese Achter, die praktisch die Position von den Reizen, die dann kommen, illustrieren sollen. Ja. Diese farbigen Ellipsen, blau, grün und rot, die waren nicht da, die waren nicht Teil des Displays, die habe ich nur eingezeichnet, um das Ihnen zu illustrieren. Es war nämlich so, dass dann ein Hinweisreiz kam, ein Pfeil, der auf eine Seite zeigt und eine bestimmte Farbe hat. Und wenn dieser Hinweisreiz blau ist, so wie hier, dann muss die Versuchsperson einen Blicksprung machen zu dem äußeren Ziel hier, das hier blau markiert ist. Aber die Versuchsperson hat es gelernt. Blau heißt nach außen rechts, nach außen, und dann macht die Versuchsperson den Blicksprung dahin. Wenn der Hinweisreiz ausgeht, dann initiiert die Versuchsperson diesen Blicksprung und das dauert natürlich so 150 bis 200 Millisekunden, bis die Augen sich dann wirklich bewegen. Und bevor das passiert, wird jetzt hier an einer dieser drei Stellen ein Unterscheidungsreiz dargeboten. Und dieser Unterscheidungsreiz, der ist jetzt entweder ein ganz normales E oder ein spiegelverkehrtes E. Und der Proband muss einfach sagen, war das ein normales E oder war es spiegelverkehrt? Ja? Und jetzt können wir die Leistung, also den Prozentsatz der richtigen Antworten messen für eigentlich 9 verschiedene Bedingungen. Ja?
Also dieses E kann an drei verschiedenen Positionen sein, nah, Mitte und außen. Und das Sakkadenziel, das Ziel der Blickbewegung kann an einem von diesen drei Orten sein, nah, mittel und außen. Und das Interessante ist, dass die Erkennensleistung, die ist immer dann am größten, wenn praktisch der Reiz an der Stelle dargeboten wird, der auch dem Ziel des Blicksprungs entspricht. Das heißt, dass die Stelle, wo der Blick hinspringt, dass da die Aufmerksamkeit vorher ist. Das alles findet noch statt, bevor das Auge sich überhaupt bewegt. Ja? Das heißt, es kann sich nur um Aufmerksamkeitsverlagerungen handeln. Aber wenn das Sakkadenziel hier in der Mitte ist, dann sind die Personen am besten, wenn der Unterscheidungsreiz auch in der Mitte ist. Und bei den anderen beiden Positionen geht es so an die Ratewahrscheinlichkeit ran. Das heißt, also dass die Blicksprünge und die Aufmerksamkeit sehr, sehr eng miteinander gekoppelt sind und dass die Aufmerksamkeit diesen Blicksprüngen vorausgeht, weil die Aufmerksamkeit einfach schneller ist. Ja? Aufmerksamkeit heißt, dass irgendwo im Nervensystem irgendwas umgelenkt wird. Das geht viel, viel schneller, als wenn die Muskeln dann das Auge drehen müssen. Und hier ist nochmal illustriert, wie das aussieht, wenn dann die Muskeln tatsächlich im Auge drehen. Es gibt hauptsächlich zwei Arten von willentlichen Augenbewegungen. Das sind zum einen sogenannte Sakkadenblicksprünge. Die führen wir aus, wenn wir unsere Aufmerksamkeit schnell, unseren Blick schnell von einem Ort zum anderen verlagern wollen. Und das andere sind sogenannte Folgebewegungen. Glatte Augenfolgebewegungen, da wird das Auge langsam rotiert. Und der Sinn und Zweck dieser langsamen Rotationen besteht darin, dass wenn ein Objekt sich bewegt, dass wir das dann mit den Augen verfolgen können. Ja? Und das haben wir schon bei der Vorlesung über die Bewegungswahrnehmung gesehen, dass diese glatten Augenfolgebewegungen dann auch mit der Geschwindigkeit verrechnet werden. Ja? Das Interessante ist, dass wir die glatten Augenfolgebewegungen nur ausführen können, wenn tatsächlich ein Blickziel da ist, das sich bewegt. Also wenn ich meinen Finger hier bewege, dann kann ich dem mit meinem Blick folgen und ich mache ganz langsame, schöne, glatte Folgebewegungen mit dem Auge. Wenn das Ziel nicht da ist, dann kann ich meine Augen natürlich trotzdem noch von links nach rechts bewegen, aber wenn ich das mache, dann mache ich ganz viele so kleine Blicksprünge. Und dieses glatte Verfolgen, das geht nicht. Das geht nur, wenn der Reiz wirklich da ist. Es gibt noch andere Formen von Augenbewegungen. Ja, die Sakkaden und langsamen Folgebewegungen hat man. Es gibt auch noch Vergenzbewegungen. Wenn das Objekt die Tiefe verändert, dann wird einfach die Augenstellung zueinander verändert und ich kann auch die Objekte in der Tiefe verfolgen. Es gibt sogenannte Fixationsbewegungen oder Miniaturaugenbewegungen. Das heißt, sogar wenn ich an eine Stelle fixiere, ist das Auge trotzdem nie ganz stabil. Es bewegt sich immer so ein ganz klein bisschen. Und da gibt es Mikrosakkaden, also so ganz kleine Blicksprünge. Es gibt Tremor, das sind schnellere kleine Bewegungen und man driftet auch manchmal so ein bisschen ab. Diese Mikrobewegungen, die kann man auch sehr schön illustrieren. Und zwar hier, wenn Sie einfach jetzt erstmal diesen schwarzen Fleck in der Mitte fixieren, eine Zeit lang, und dann Ihr Blick auf den weißen Punkt richten, dann sollten Sie ein Nachbild sehen, der so ein bisschen hin und her zittert. Ja. Sie können dann auch wieder zum schwarzen Punkt gucken, dann sehen Sie ein anderes Nachbild. Aber also wenn Sie alle 5 Sekunden hin und her springen, funktioniert es am besten. Aber was Sie merken sollten, ist, dass dieses Nachbild nicht starr ist. Das ist nicht fest, sondern das zittert so rum. Und dieses Zittern, das wird verursacht durch die
Bewegungen ihres Auges, ja? Weil das Nachbild ja stabil auf ihrer Netzhaut ist. Und jetzt können wir sagen, okay, das ist ja blöd, wenn ich so rumzitter mit den Augen. Ja. Das, aber, und vermutlich ist es so, dass ich theoretisch auch gar kein so ein biologisches System bauen ließe, das wirklich so ganz perfekt stabil ist. Man kann aber jetzt ein bisschen nachhelfen, man kann Objekte praktisch so auf der Netzhaut positionieren, dass die sich nicht bewegen auf der Netzhaut. Forscher in den 50er und 60er Jahren haben das gemacht, das waren sich selber, das waren ganz schreckliche Sachen, Experimente, wo die irgendwie die Projektionen praktisch sich selber aufs Auge geklebt haben. Aber was man dann feststellt ist, dass die Reize dann innerhalb von 5-6 Sekunden verschwinden. Das heißt, die Welt geht dann praktisch verloren. Das heißt, dieses Zittern, diese kleinen Augenbewegungen haben durchaus auch einen Sinn, die vermeiden das Ausbleichen des Bildes. Also die sind nicht irgendwie jetzt ein Fehler oder ein Nachteil, sondern auch sogar die haben also einen Vorteil. Zusätzlich zu diesen Bewegungen gibt es noch Bewegungen zur Blickstabilisierung. Und zwar den vestibulo-okulären Reflex. Und das ist ganz einfach, wenn Sie irgendein Objekt fixieren und dann eine Kopfbewegung machen, ja, und das Objekt aber gleichzeitig noch fixieren wollen, dann müssen Sie die Augen praktisch entgegen dem Kopf rollen. Und das erledigt dieser VOR, vestibulo-okuläre Reflex. Und das Erstaunliche an diesem Reflex ist, also das geht wirklich ohne zeitliche Verzögerung. Das heißt, wenn Sie anfangen, den Kopf zu bewegen, dann ist wirklich mit einer Latenz von vielleicht 2-3 Millisekunden bewegt sich dann das Auge in die Gegenrichtung. Das ist ein ganz genialer Schaltkreis. Und dann gibt es noch den optokinetischen Reflex. Der tritt auf bei großen Bildverschiebungen, wenn die Welt praktisch an Ihnen vorbeizieht. Zum Beispiel, wenn Sie im Zug sitzen und rausschauen, ja, dann folgt der Blick erstmal mit diesen glatten Augenfolgebewegungen, mit sowas Ähnlichem der Umwelt und wird dann wieder zurückgestellt. Und diese Alternierung zwischen den langsamen Phasen und so diesen schnellen Rückstellsaccaden, die nennen wir optokinetischen Reflex. Und diese beiden Reflexe, die treten aber einfach auf, um das ganze Bild stabil auf der Netzhaut zu halten. Und die beiden Reflexe gibt es auch, also bei Tieren ohne Fovea, sie keine spezielle Region haben, die das Bild dann eigentlich nicht irgendwie an eine bestimmte Stelle bringen müssen, sondern die dienen einfach nur, damit das Bild, Bildstabilisatoren sind es. Und das sind auch die Blickbewegungen, die während der Entwicklung als erstes auftreten. Okay, die Saccaden, die dienen dazu, habe ich schon gesagt, also unsere Aufmerksamkeit und auch die Stelle des schärfsten Sehens an verschiedene Orte zu bringen, die eben gerade von besonderem Interesse sind. Und die Saccaden, die führen wir ungefähr 3-mal pro Sekunde durch. Das heißt, es sind so ziemlich die häufigsten Bewegungen, die sie überhaupt durchführen. Und hier ist das illustriert, also bei der Betrachtung von dem Gesicht, da hüpft man eben hier vornehmlich in die Region zwischen den Augen und der Nase, um idealerweise die Information optimal aufzunehmen, um die Fixationen an die Orte zu führen, die uns am meisten Information über das Objekt liefern. Und während wir fixieren, wird dann praktisch schon die nächste Saccade geplant, wo wir als nächstes hinhüpfen. Die Saccaden sind also sehr, sehr kurz und sehr schnell, aber obwohl sie sehr schnell sind, dauern sie doch also so bis zu 50 Millisekunden. Und das Interessante an diesen 50 Millisekunden ist, dass wir während dieser Zeit nichts sehen. Das heißt, wir sind nahezu blind während der Saccade. Und das wird
sarkadische Suppression bezeichnet. Das wurde zum ersten Mal richtig schön gezeigt 1962 von Herrn namens Latour. Und der hat eine Versuchsperson jetzt einfach in einen dunklen Raum gesetzt. Und da musste die Versuchsperson Blicksprünge machen zwischen zwei Zielen. Und dann hat er hin und wieder Lichtblitze aufblitzen lassen, ganz kurz. Und die Versuchsperson muss dann immer anzeigen, wenn sie so einen Lichtblitz gesehen hat. Und er hat dann einfach sich angeguckt, wie oft relativ zur Ausführung von so einer Sarkade, also das hier, der Zeitpunkt 0, das ist praktisch, wenn die Sarkade losgeht. Und dann hat er die Lichtblitze praktisch sich die Zeiten angeguckt, ob die vor oder nach und wie viel nach der Sarkade auftraten und hat sich dann angeguckt, wie in wie viel Prozent der Fällen die Personen diese Lichtblitze gesehen haben. Und was man hier sieht, ist, dass zum Zeitpunkt der Sarkade die Versuchspersonen diese Lichtblitze nie sehen. Das heißt, hier zum Zeitpunkt der Ausführung der Sarkade ist man praktisch ganz blind. Das Interessante hier ist, dass diese Hemmung, diese sarkadische Suppression eigentlich schon 50 Millisekunden vor der Sarkade losgeht und auch erst wieder so ungefähr 75 Millisekunden nach der Sarkade endet. Und es gibt verschiedene Gründe für diese Suppression. Ja? Und der einfachste Grund ist, dass wenn wir unsere Augen über die Umwelt bewegen, dann bewegt sich im Prinzip die Umwelt ganz, ganz schnell in die Gegenrichtung auf unserer Netzhaut. Das heißt, die Umwelt wischt ganz, ganz schnell vorbei und das heißt, wir können das nicht mehr wahrnehmen wegen der schlechten zeitlichen Auflösung oder der nicht ausreichenden zeitlichen Auflösung von unserem Sehsystem. Das heißt, wir würden da sowieso nicht viel sehen. Wenn Sie ein Bild machen mit einer Kamera, wenn Sie Ihr Handy nehmen, ja, die halten stabil, machen ein Bild, sehen Sie alles drauf. Wenn Sie das Handy so rumbewegen, während Sie das Bild machen, dann sehen Sie irgendwie alles grau verschwommen. Genauso geht es unserem Sehsystem. Man kann allerdings Bedingungen herstellen im Labor, wo man diese Effekte verhindern kann. Und dann findet man trotzdem noch diese Suppression. Und das heißt, dass irgendwie nicht allein an diesen passiven Effekten liegt, sondern dass hier wirklich auch aktiv was unterdrückt wird. Und es wird auch schon unterdrückt, bevor die Augen sich überhaupt bewegen. Ja, das heißt, es muss irgendein aktiver Prozess auch mit dabei sein. Man kann diese Suppression auch ganz gut illustrieren, wenn Sie sich vor einen Spiegel stellen und dann gucken Sie abwechselnd in das linke und rechte Auge von Ihrem Spiegelbild. Und dann werden Sie aber nie irgendeine Augenbewegung im Spiegel sehen. Während wenn Sie sich vor eine andere Person hinstellen und die andere Person die Augen von links nach rechts von Ihren Augen bewegt, dann können Sie das schon sehen. Ja? Das heißt, die Bewegung im Spiegelbild können Sie nicht sehen, weil einfach immer wenn Sie eine Sarkade machen, immer wenn das Spiegelbild auch sich bewegt, Ihre Wahrnehmung unterdrückt ist. Und diese Unterdrückung, das hört sich zunächst auch mal wieder an, als ob das was ganz, ganz Schlimmes wäre. Ja, wenn man da pro Sekunde machen wir drei Sarkaden, die Unterdrückung dauert 100 Millisekunden, dann sehen wir praktisch so 30% der Zeit sehen wir gar nichts. Das hört sich nicht gut an. Ja. Aber das hilft uns, praktisch die Korrespondenz herzustellen zwischen der Bild vor der Sarkade und dem Bild nach der Sarkade. Das heißt, dadurch, dass wir dieses Verwischen nicht sehen, können wir bleibt die Welt stabiler und wir können die Objekte besser erkennen. Die Sarkaden sind natürlich ganz, ganz wichtig, weil man nur an dem Ort, der in die Fovea abgebildet wird, eine sehr, sehr hohe Sehschärfe hat. Ja? Und ein Beispiel für eine Tätigkeit, die ohne Sarkaden überhaupt nicht ginge, ist das Lesen. Wenn Sie einen Text lesen, so wie hier dieses Beispiel, dann müssen Sie wirklich von Wort zu Wort hüpfen, weil Sie immer nur ein paar Buchstaben um die Fixation rum wirklich erkennen können.
und die Buchstaben dann verarbeiten. Und dann müssen sie zum nächsten Wort hüpfen. Und wenn das ein paar so Füllwörter sind, dann können sie auch mit so ein Für überspringen hier. Und wenn das irgendwie so ein komplizierteres Wort ist, wie hier vor allen Dingen der Herr Iring, das ist ja ein sehr seltsamer Name, da muss man dann wieder zurückspringen, ja, um wirklich sicherzustellen, dass man das richtig aufgenommen hat. Das heißt, fürs Lesen sind die Blicksprünge auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Und das Lesen wurde auch schon sehr, sehr viel untersucht von Blickbewegungsforschern. Und was man da gefunden hat, ist eigentlich sensationell, dass unsere Blickbewegungen da gesteuert werden und sämtliche Aspekte dieser Texte, die Schwierigkeit der Texte, die Auftretenswahrscheinlichkeit von Wörtern, die Vorhersagbarkeit von Wörtern, das alles wird mit einbezogen in die Steuerung der Blickbewegungen. Wenn Sie jetzt aber nicht lesen und sich zum Beispiel einfach Bilder ansehen, wie dieses Bild hier, dieses Schloss Rauhe-Scholzhausen, das gehört zur Justus-Liebig-Universität dazu. Schön da draußen. Wenn Sie sich das ansehen, dann haben Sie den Eindruck, dass, wenn Sie irgendwo fixieren, dass eigentlich alles relativ scharf und im Fokus ist. Ja? Aber ich habe Ihnen ja schon bei der Vorlesung übers Auge erzählt, dass die Sehschärfe einfach drastisch abnimmt in die Peripherie hin. Und was Sie eigentlich sehen, ist nur, dass nur ein kleiner Bereich um das gegenwärtige Blickziel, das durch diesen roten Punkt illustriert ist, der ist wirklich scharf und im Fokus und alles andere ist mehr oder weniger verschwommen, desto weiter es weg ist vom gegenwärtigen Blickziel. Und wenn Sie so ein Bild aufnehmen wollen, dann müssen Sie wirklich den Blick von einem Ort zum anderen richten, genauso wie beim Lesen. Ja? Da wird nacheinander Informationen aufgenommen. Und was passiert, während Sie da praktisch über das Bild springen, das ist hier ein bisschen illustriert, das hier ist eine Sekunde lang ein 1-Sekunden-Ausschnitt aus dieser Blicksequenz, wo der Beobachter von hier nach da eine Sakkade macht, eine größere Sakkade, das ist die hier, und dann zwei kleinere. Und zwischen diesen Sakkaden sind diese Fixationsperioden und in diesen relativ kurzen Perioden, ja, diesen 150 Millisekunden meinetwegen, da muss das Wahrnehmungssystem seine Aufgabe erledigen. Ja. Da muss das Objekt erkannt werden, das wir gerade angucken, da muss die Information irgendwo in einen dauerhaften Speicher, in irgendein Gedächtnis übertragen werden und das nächste Blickziel ausgesucht werden. Das heißt, unser visuelles System muss ganz, ganz schnell agieren. Und letzte Woche habe ich Ihnen schon gezeigt, in der Vorlesung für Objekterkennung, die Experimente von dem Simon Thorpe, unser visuelles System kann das. Es kann wirklich die Wahrnehmung so schnell erledigen. Die Frage ist dann natürlich, wenn wir irgendwo fixieren, wo guckt man dann als nächstes hin, ja? Warum schauen wir an bestimmte Stellen hin und nicht an andere? Und diese Frage hat natürlich die Blickbewegungsforscher schon interessiert, sobald sie überhaupt Blickbewegungen messen konnten. Und in den 80er Jahren, ich habe vorher schon gesagt, mit der visuellen Suche, ja, man dachte, man hat die elementaren Merkmale des Sehsystems rausgefunden. Man hat in der Physiologie geglaubt, dass das alles, die dann parallel verarbeitet werden. Und entsprechend gab es dann auch ein Modell zur visuellen Salienz, das Vorhersagen macht, was jetzt in unserer Welt salient ist und was dann als Ziel für die nächste Blickbewegung ausgesucht wird. Dieses Modell ist hier in diesem Bild zusammengefasst. Man hat irgendein Eingangssignal, das wird dann aufgeteilt in verschiedene Kanäle, ja, zum Beispiel Farbe, Orientierung und so weiter. Und in jedem dieser Kanäle wird dann praktisch
die salienteste Stelle gesucht. Das heißt, salienteste Stelle heißt eine Stelle, wo es die im Zentrum möglichst anders ist, als wie das Umfeld. Und wenn dann diese Stellen hier gefunden wurden, dann werden diese Kanäle kombiniert und die Stelle mit der allerhöchsten Salienz aus all diesen Kanälen, die wird dann ausgewählt und ist dann das Blickziel, als Blickziel programmiert. Das ist natürlich rein bottom-up, ja? Also da führen jetzt kognitive Faktoren, spielen da überhaupt keine Rolle. Das ist wirklich ein Modell, wo der Blick von der Umwelt getrieben wird. Und das Schöne an diesem Modell ist, dass es wirklich als Modell sehr gut ist. Ja. Es gibt Computerprogramme, die haben das implementiert. Man kann eine beliebige Szene in dieses Computerprogramm reingeben und es sagt einem dann, wo das salienteste Objekt ist. Das heißt, wo die meiste Aufmerksamkeit hingerichtet wird. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil und auch sehr, sehr populär, zum Beispiel in der Werbung. Werbung muss ja ansonsten getestet werden, indem sich 100 menschliche Probanden so Bilder ansehen, ja, um dann festzustellen, gucken die wirklich dahin, wo das Produkt gezeigt wird. Und wenn man jetzt so ein Modell hat, dann kann man sich die Messungen von den 100 Leuten sparen. Es funktioniert aber leider nicht sehr gut. Ja. Wenn man aus dem Bild eine Stelle auswählt, eine beliebige, dann kann man, und der Algorithmus soll sagen, ob das eine Stelle ist, die fixiert wird oder nicht, dann ist der Algorithmus so ungefähr in 60% der Fälle richtig. Das heißt, es liegt über der Ratewahrscheinlichkeit, aber eben nur ein bisschen. Und was bei diesen passiven Modellen eben vor allen Dingen auch vernachlässigt wird, ist, dass unsere Aufmerksamkeitsverlagerungen ja gesteuert werden, auch von internen Faktoren. Und einer der wichtigsten Faktoren, der sich herausgestellt hat, der für die Verlagerung von Blickbewegungen relevant ist, ist die Handlungsrelevanz. Wenn wir irgendeine Aufgabe durchführen, dann wenden wir den Blick nur darauf, auf Objekte, die für diese Aufgabe relevant sind. Das ist der erste, der sowas gemessen hat, war ein englischer Forscher namens Mike Land. Der war der allererste, der so Blickbewegungsmessgeräte gebaut hat, die man wirklich mittragen konnte. Der hatte so einen Helm auf und einen großen Rucksack, da war der Computer drin. Und dann ging er in die Teeküche und hat sich Tee gekocht und dabei die Blickbewegungen gemessen. Und hat dann festgestellt, die einzigen Orte, wo man hinguckt, ist wirklich der Teebehälter, die Teekanne, alles, was mit der Aufgabe zu tun hat. Amerikanische Forscher Mary Hay und Dana Ballard haben das Ähnliche gemacht. Da mussten die Versuchspersonen, zwar in Amerika, nicht Tee kochen, sondern Peanut Butter Jelly Sandwich machen. Und da zeigte sich auch, dass eben, das ist hier ein Beispiel, das hier ist der Blick, das, was da so hin und her springt. Die Versuchsperson macht hier das Sandwich. Aber die einzigen Orte, die fixiert werden, sind die Orte, die relevant sind. Ja, das Brot, die Marmelade, die Erdnussbutter, alles andere, auch wenn das relativ salient wäre. Ja, hier im Labor, da steht alle mögliche Krempel drum. Das wird nicht angeguckt. Sondern immer nur das, was im Moment aktuell ist. Und dann hin und wieder finden sich so Look-Ahead-Fixations. Das heißt, während hier das Brot geschmiert wird, dann geht dann auch schon mal manchmal so eine Sakade zum Marmeladenbehälter, ja, weil der später in 3, 4 oder 5 Sekunden dann relevant wird. Also die Handlungsrelevanz ist ganz, ganz essentiell. Und die Handlungsrelevanz, die ist jetzt nicht nur wichtig bei so Tätigkeiten wie Butterbrot schmieren oder Tee kochen, sondern auch bei noch viel, viel elementareren Sachen. Wir haben Experimente gemacht
wo wir zeigen konnten, dass es bei Greifbewegungen sehr wichtig ist. Aber ein Kollege von mir, der Wolfgang Einhäuser aus Marburg, der hat ein Experiment gemacht, wo er gezeigt hat, dass sogar beim Gehen, fürs Gehen die Blickbewegungen sehr, sehr wichtig sind. Und das Experiment sah so aus, dass die Probanden ein spezielles Gerät aufhatten, die sogenannte IC-Cam. Und dieses Gerät hat eine Kamera, die ist kopfbasiert, das heißt, die zeigt irgendwie ungefähr an, wo der Kopf hinzeigt. Und hat auch noch eine Kamera, die wirklich direkt anzeigt, wo das Auge hinguckt. Und dieses kopfbasierte Signal, das sehen Sie hier unten, das augenbasierte Signal hier oben. Und es werden jetzt zwei Probanden gezeigt. Der eine Proband, der geht hier diesen asphaltierten Weg hoch und der andere Proband geht genau daneben, aber hier die Treppe. Und wenn ich das jetzt hier starte, dann werden Sie sehen, ja, der Kopf ist ungefähr gleich bei beiden, aber der Proband, der auf der Straße geht, der guckt immer so nach vorne, ja, und überlegt sich wahrscheinlich, wo er jetzt dann irgendwie seinen Kaffee trinkt oder sein Bier. Während der Proband, der die Stufen raufgeht, der guckt immer nur auf die Stufen, ja, und diese, weil die Stufen sind natürlich auch ein bisschen herausfordernd, weil die sind sehr irregulär, aber der Blick wird praktisch vollständig benötigt, um jetzt hier diese Aufgabe durchzuführen, die Aufgabe, da die Straße hochzugehen oder beziehungsweise die Stufen. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Unterstützung vom Sehsystem und das Sehsystem muss eben immer die Information liefern, die relevant ist für die Handlung, meinetwegen auch fürs Gehen, und die wird geliefert, indem der Blick immer auf die richtigen Stellen gelenkt wird. Okay, jetzt haben wir, also die visuelle Salienz spielt irgendwie eine Rolle, die Handlungsrelevanz ist ganz, ganz wichtig, aber es gibt auch kognitive Einflüsse, ja, was wir denken und überlegen, und die wurden am allerschönsten gezeigt von einem russischen Forscher namens Jabus 1967. Der hat hier seinen Beobachtern ein Bild gezeigt, der unerwartete Besucher. Und dann den Beobachtern verschiedene Instruktionen gegeben. Und die Instruktionen waren, also der konnte einfach ganz normal rumgucken oder hier zum Beispiel, da soll das Alter der verschiedenen Personen angegeben werden. Oder hier sollen irgendwie die Kleidungsstücke erinnert werden. Ja? Also ganz unterschiedliche Instruktionen. Und was man sieht hier ist, dass je nach Instruktion auch ganz, ganz unterschiedliche Blickbewegungspfade gemessen werden. Also die schwarzen Spuren hier, das sind die Blickbewegungen, und also hier, wenn das Alter angegeben wird, dann gucken die hauptsächlich auf die Gesichter von den Leuten, und also hier ist es ganz, ganz verteilt, da sollen einfach die Positionen der Personen und der Objekte in der Szene erinnert werden. Ja? Das heißt also, dass die, wie wir uns diese Bilder ansehen, ja, mit welchem Hintergrund, mit welchem Gedanken, das spielt eine große Rolle für die Informationen, die wir brauchen aus den Bildern, und dann auch entsprechend bewegen wir dann unseren Blick über diese Bilder. Das ist eine Art und Weise, wie unsere Kognition jetzt diese Blickbewegungen beeinflusst. Es gibt auch noch andere Weisen. Nämlich unser Wissen über die Welt geht ein in diese, das Ansehen der Welt. Hier zum Beispiel sind Bilder, die von der Melissa Wo, die ist jetzt meine Kollegin in Frankfurt, eingeführt wurden. Da mussten die Versuchspersonen Objekte suchen, und das war wirklich in solchen, entweder in simulierten Szenen oder auch in richtigen Szenen. Und da ist es so, dass wenn man in der Küche jetzt zum Beispiel
das Brot suchen muss, dass man das immer, oder einen Topf suchen muss, dann macht man das immer an bestimmten Stellen zuerst, nämlich da, wo wir die Objekte erwarten würden. Und wenn man ungewöhnliche Objekte irgendwo suchen muss, dann braucht man dazu natürlich länger, weil einfach diese Erwartungen, dieser ganze Szenenkontext, das ganze semantische Wissen über die Welt, das dann eben nicht vorhanden ist. Okay, ich will es dann nochmal zusammenfassen. Also die Aufmerksamkeit, die wählt die wichtigsten Aspekte aus unserer Umwelt aus. Aufmerksamkeit kann endogen oder exogen verursacht sein, kann sich auf Orte, Merkmale oder Objekte richten. Und die Blickbewegungen und die Aufmerksamkeit, die gehen ganz eng miteinander einher. Das war es nicht nur für heute, sondern für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und gutes neues Jahr.